Ergebnissen und mit einer Analyse der Landtagswahlen vom vergangenen Sonntag, wo die Grünen in der Summe ja doch sehr gut abgeschnitten haben insgesamt. Das kann man für die Linken so recht gar nicht sagen. Um die 7% verloren in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, gerade mal unter 3% geblieben, obwohl der Parteivorsitzende Bernd Rieksinger in Baden-Württemberg als Spitzenkandidat angetreten ist. Wir haben deshalb die Äußerung von Dietmar Bartsch, eines der Fraktionsvorsitzenden hier im Bundestag, vor allem auf dieses Thema konzentriert. Das Wochenende war für die Linke kein gutes Wochenende. Wir haben dort eine schwere Niederlage bezogen, dass wir in den beiden Ländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz keine 3% bekommen haben, ist enttäuschend. Es ist so, dass für uns im Südwesten Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ausgesprochen schwierig ist, in die Landtage einzuziehen. Nichtsdestotrotz werden wir selbstverständlich dort weiter aktiv sein. Es wird darauf ankommen, dass wir von den Kommunen aus die Partei aufbauen. Da gibt es durchaus positive Punkte. Ich will in diesem Zusammenhang noch mal darauf verweisen, dass wir bei den Kommunalwahlen eine Woche zuvor in Hessen durchaus beachtenswerte Erfolge erzielt haben. In Kassel zweistellig, in Marburg über 15%, in Gießen fast zweistellig. Da hat es beachtenswerte Ergebnisse gegeben. Das hat mit dem jahrelangen Engagement zu tun, auch mit dem unserer Landtagsfraktion. Das muss der Weg sein, den wir auch im Südwesten versuchen werden zu gehen. Aber wie gesagt, zu konstatieren ist diese schwere Niederlage. Was Sachsen-Anhalt betrifft, ist das Ergebnis selbstverständlich auch nur als Niederlage zu bezeichnen. Es ist offensichtlich, dass wir nicht mehr die erste Adresse von Protest waren. Das ist für uns A, eine Herausforderung und Aufgabe. Aber es ist natürlich auch ein Ergebnis der Erfolge, die wir zu verzeichnen haben. Rund um Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Thüringen gibt es die Linke in Regierungsverantwortung. Und das ist natürlich auch damit verbunden, dass wir das offensichtlich so nicht mehr geschafft haben. Daraus entsteht insbesondere auch für uns als Bundestagsfraktion die Herausforderung, noch klarer und deutlicher unsere Position insbesondere in der sozialen Frage deutlich zu machen. Diesen Anspruch erheben wir und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch in Kritik der Großen Koalition fortführen und verstärken. Ich will eine Bemerkung zur AfD machen. Für uns ist ganz klar, so wie in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen, werden wir auch in Sachsen-Anhalt die parlamentarische Auseinandersetzung mit der AfD suchen. Wir wollen deutlich machen, was die Ziele dieser Partei sind. Sie wird ja teilweise aus Gründen gewählt, dass sie für sozial Schwächere steht. Das ist ja mitnichten der Fall. Sie kennen die Positionierung, keine Erbschaftssteuer, kein Mindestlohn. Das alles ist eben im Kern eine harte neoliberale Partei, dazu mit rechtspopulistischen bis hin zu rechtsextremistischen Positionen. Diese Auseinandersetzung in den Parlamenten werden wir führen. Es ist aber auch ganz klar, dass wir um Wählerinnen und Wähler, die vor allen Dingen Protest artikulieren wollen, kämpfen werden. Es ist so, dass dies nicht einfach sein wird, aber wir müssen mit unseren Angeboten in den Parlamenten zeigen, jawohl, die Linke hat das verstanden und wir werden zukünftig genau diese soziale Komponente in unseren Positionierungen verstärken. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich den Hut ziehe vor Wulf Gallert, der Verantwortung übernommen hat. Der hat einen hervorragenden Wahlkampf gemacht aus meiner Sicht. Der hat als Spitzenkandidat wirklich auch mobilisieren können. Die Polarisierung in Sachsen-Anhalt ist uns leider nicht gelungen. Er hat aber auch mit seinem Verzicht Haltung und Position bewiesen. Spannend wird sicherlich sein, welche Regierungsbildung es gibt. Ich gucke da mit großem Interesse nach Baden-Württemberg, weil das wird selbstverständlich bundespolitische Auswirkungen haben. Fakt ist eins, der Begriff Große Koalition wird zu einem Begriff des vergangenen Jahrhunderts. Es reicht weder in Baden-Württemberg noch in Sachsen-Anhalt dafür und in Rheinland-Pfalz gerade noch so. Und wenn es so ist, dass die beiden Parteien eine dritte Partei mit ins Boot nehmen müssen, dann hat sich offensichtlich in der Bundesrepublik Deutschland etwas verändert. Vielleicht kann man im Übrigen das Ergebnis der Landtagswahlen auch zusammenfassen, dass man sagt, alle im Bundestag vertretenen Parteien haben verloren, mit der Ausnahme Kretschmann und Dreyer. Das ist auch ein Signal dieser Wahlen.